Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel in der Liquimoli HBL zwischen dem Handball-Sportverein Hamburg und dem ASV Hamm-Westfalen. Endstand 32:25. Zur Pause stand es 16:12 vor 4209 Fans in der Barclays Arena. Wir sprechen drüber mit beiden Trainern. Ich begrüße den Gästecoach Michael Lerscht. Hallo. Und unseren Trainer Toto Jansen. Herzlichen Glückwunsch zum Heimsieg. Und natürlich hat der Gast wie immer das erste Wort. Michael, dein Fazit. Ja, schönen guten Abend zusammen. Hamburg, Toto, Glückwunsch zum Sieg. Ja, das ist so ein Spiel, wo wir rausgehen und ja, ich glaube, wir hätten Hamburg heute noch mehr kitzeln können. Hamburg macht es halt einfach, nachdem sie so ein bisschen die Spielkontrolle nach unserem 2-Tore-Vorsprung bekommen haben, einfach, ja, sie spielen dann so gefühlt 40 Minuten sehr souverän ihren Ball runter, aber halt, ja, ich glaube, wir hätten sie noch mehr fordern können heute. Und das ist dann ein bisschen schade. Wir haben einige Dinge wirklich auch auf den Punkt gekriegt, sowohl defensiv wie auch offensiv heute, die wir uns vorgenommen haben. Aber dann sind halt so ein, zwei Fehlwürfe, ein, zwei technische Fehler, die dann zumindest, sagen wir mal, ein besseres Ergebnis verhindern. Ja, und das ist dann so unterm Strich einfach für die Jungs dann schade, dass wir nicht noch das für uns, finde ich, nicht das Maximum heute rausgeholt haben. Nochmal, Hamburg mit großer Qualität, das sehr souverän runtergespielt. Dazu kann man nur gratulieren. Aber das ist dann so aus meiner Sicht, aus meiner Perspektive eben das Fazit. Bleib gesund, schöne Weihnachtszeit. Toto, dein Wort, glaube ich. So ist es, wir spielen den Ball rüber. Ja, hallo, guten Abend. Vielen Dank, Michael. Ja, ein sehr schweres Spiel für uns. Das muss man einfach so sagen. Nicht nur aufgrund der Tabellenkonstellation. Ich habe versucht zu vermeiden, darüber zu sprechen. Deswegen ist es nicht leichter geworden. Man hat schon gemerkt, ich hab Video gemacht von den letzten Spielen und am Sonntag spielt dann Björn Zintel wieder, was für Hamm natürlich super ist, weil sie ja jetzt wieder einen echten Regisseur haben, einen, der auch den Abstiegskampf kennt und der das super macht, der auch direkt seine Mitspieler nochmal eine Klasse besser macht. Deswegen war das für uns heute ein sehr, sehr wichtiger Sieg und auch trotz alledem ein sehr, sehr schweres Spiel. Im Vorfeld, da erwarten natürlich alle dann, ja klar, gegen Tabellenletzten, da musst du gewinnen, ja, aber in der Bundesliga kannst du kein Spiel mal eben so im Vorbeigehen gewinnen. Und Hamm hat das am letzten Wochenende gezeigt, dass sie die Qualität haben, zu punkten. Und da war auch heute, da muss ich Michael recht geben, war natürlich mehr drin. Wir konnten uns nie sicher sein. Wir haben natürlich nie wirklich das Tempospiel aufnehmen können, was wir sonst gut machen. Das hat Hamm super gemacht. Wir haben, wenn, also nicht, dass man das planen kann, aber wenn sie dann, wenn wir mal gehaltene Bälle hatten, dann gingen sie ins Seiten aus oder ins Tor aus, weit weg. Also keine so wirklich Ballgewinne für uns, sondern ja, da mussten wir wieder in Positionsangriff und man weiß selber, wie schwer das ist, wenn man jedes Mal im Positionsangriff ein Tor erzielen muss und dann genau weiß, so hinten müssen wir auch wieder einen holen. Das ist unheimlich schwer und auch mental anstrengend. Und deswegen bin ich jetzt letzten Endes über das Ergebnis nicht nur heilfroh, sondern muss auch meinen Jungs ein Kompliment machen und mache gleichzeitig auch Hamm ein Kompliment. Und weil sie das gut gespielt haben, klar, Michael hat da den einen oder anderen Fehler zu viel gesehen von seiner Mannschaft, aber ich glaube, dass sie jetzt mit Björn Zintel dann auch als Regisseur ja, eine bessere Ausgangsposition haben, als sie das jetzt in den Spielen vorher hatten. Danke euch beiden für die ersten Worte. Gibt es Fragen von eurer Seite hier? Weizi. Ich sage es einmal ganz kurz nochmal für alle Leute wegen Mikrofon. Macht es was mit den Köpfen an für die Herangehensweise, wenn man der klare Favorit ist? Na, also ich habe ja eben gesagt, ich habe es nicht thematisiert und
Die Tabellenkonstellation spricht da für sich, aber ich habe während der ganzen Trainingswoche und auch vor dem Spiel und während des Spiels nie das Gefühl gehabt, dass man Hamm auf die leichte Schulter nimmt. Ganz im Gegenteil. Man hat gemerkt, dass wir wollten, aber wir brauchen natürlich wie jede Mannschaft die Tempotore, die hatten wir heute nicht. Und dementsprechend wird das echt schwer. Und wir haben das den Umständen entsprechend aber gut verpackt. Wir sind nicht nervös geworden, punktuell natürlich schon, dass wir irgendwelche Bälle einfach an Kreis spielen oder Dinge, die wir spielen wollen, nicht richtig spielen, weil einer wieder viel zu spät wegläuft oder was auch immer. Das sind Kleinigkeiten, die wir dann aber intern absprechen. Und ich denke, wir haben aus dem Spiel das Maximum rausgeholt. Das muss man erstmal schaffen, fast ohne Tempo mit 7 Toren gegen Hamm zu gewinnen in der jetzigen Konstellation. Ich sage es nochmal, Björn Zintl ist ein unheimlich wichtiger Spieler für die, ohne den jetzt da in den Himmel zu heben, aber das merkt man. Und da werden einige Mannschaften noch wenig Freude dran haben. Nachfrage da vorne. Das heißt, du hast die Spielvorbereitung nochmal umgeswitcht in den letzten Tagen, seit dem letzten Spiel von Hamm? Ja, ich hab die Spiele vorher, haben wir als ein Video gemacht, und als wir dann gesehen haben, dass Björn Zintl wieder spielt, habe ich den Rest fast gar nicht mehr gezeigt, weil das ist eine andere Mannschaft. Ohne die Jungs da vorher schlecht machen zu wollen, aber es ist so. Und deswegen haben wir eigentlich nur uns aus dem Spiel gegen Hannover dann bedienen können. Auch was das 7 gegen 6 angeht zum Beispiel. Es war vorher kein Faktor, und das war jetzt mit zum Spielmacher dann eine ganz andere Situation. Möchtet ihr noch mehr wissen? Nicht der Fall. Gut, dann Hamm Donnerstag zu Hause gegen Lemgo, Hamburg in Stuttgart am 15. Dezember. Alles Gute dafür, gute Heimfahrt erstmal. Euch eine gute Reise dann nach Stuttgart. Euch vielen Dank fürs Zuschauen, frohe Weihnachten, bis ins nächste Jahr und tschüss.